Steigung einer Funktion. Eine Funktion hat immer eine Steigung. Und beziehungsweise hat eventuell dann auch mehrere Steigungen. Eine Gerade hat überall die gleiche Steigung. Wenn die Gerade so hier ist, hat sie eine ganz bestimmte Steigung. Wenn sie so wäre, so hier eingezeichnet, dann wäre die Steigung noch größer. In diesem Fall ist sie auf jeden Fall positiv. Das wäre eine positive Steigung von unten links nach oben rechts. Positive Steigung. Wenn die Gerade jetzt aber so wäre, von oben links nach unten rechts, dann wäre eine negative Steigung. Ne? Hatte die Gerade eine negative Steigung. Die Steigung wird mit M bezeichnet, meistens mit M, man kann auch einen anderen Buchstaben nehmen, aber in der Schule macht man das auf jeden Fall mit M. Und jetzt, wie kann man das ausrechnen? Wir malen hier erstmal ein Steigungsdreieck rein. Jetzt wollen wir die Steigung von diesem Punkt hier, das wäre Punkt 1, und das wäre hier Punkt 2. Ne? Das wollen wir mal berechnen. Zunächst würde man hier ein Steigungsdreieck einmalen, das wäre so. Vollkommen egal, wo wir dieses Steigungsdreieck hinzeichnen würden. Ihr könnt auch von hier, von diesem Punkt hier, oder ich sag mal den hier, bis dahin gehen, ne? Wenn wir das Steigungsdreieck so hier. Es wäre aber immer die gleiche Steigung. Dieses Steigungsdreieck, das blaue, das rechnen wir aus. Und zwar, jetzt setzen wir es einfach ein. M ist gleich y2 minus y1 geteilt durch x2 minus x1. Das sind immer die Werte, die wir dafür einsetzen. Jetzt schreibe ich das hin. M, die Steigung, ist y2 minus y1. Der y-Wert des Punktes 2 ist hier 1. Ne? Das ist auf der y-Achse 1. So schreibe ich hier eine 1 hin. 1 minus den y-Wert von dem Punkt 1, ne? y2 ist 1. Punkt 1 wäre 3. Ne? Dieser Punkt hier hat als y-Wert 3. Das ist ja die y-Achse und das ist die x-Achse. Also setzen wir 3 ein. Geteilt durch x2 minus x1. Wir gehen jetzt zum Punkt 2, ne? Da haben wir den x-Wert 2. Und der x-Wert bei Punkt 2 ist 0. Ne? Bei diesem Punkt hier ist er 0. 0 minus, jetzt gehen wir zu Punkt 1, den x-Wert von Punkt 1 ist 4. Ne? So, das ist schon die Steigerung. Dann rechnen wir es Schritt für Schritt aus. Dafür kann man ja dann wieder sagen, 1 minus 3 ist minus 2, ne? Im Zähler. 0 minus 4 ist minus 4. Das ist das gleiche wie minus 2 geteilt durch minus 4. Minus durch Minus ergibt Plus, ne? Minus 2 minus 4 ist 0,5. Die Steigung ist 0,5 und das wäre das gleiche wie 1/2. Ne? Wir können das auch kürzen. Die 2 mit der 4 kürzen, da ist eine 2 drin, also steht hier oben 1 und unten eine 2. Ist das gleiche wie 1/2. Das Minus fällt weg, wie gesagt, weil Minus durch Minus ist Plus. Ne? So, jetzt haben wir M ausgerechnet. Jetzt schreibe ich hier nochmal die allgemeine Geradengleichung hin. Die lautet, wenn wir jetzt die Gleichung der Geraden wissen wollen, die lautet ja y ist gleich m x plus b. Na, das ist ja die allgemeine Geradengleichung. Jetzt können wir sagen, das ist das gleiche, oder ich schreibe das, mach das mal weg, ich weiß nicht, ob man das von da sehen kann, das ist ziemlich am Rand. Schreib es nochmal hier hin.
hier so, y ist gleich mx plus b. Das ist die allgemeine Geradengleichung. Was wir jetzt schon rausbekommen haben, ist das m, also die Steigung. Vor dem x ist immer die Steigung angegeben. Die ist hier 1,5 bzw. 0,5. 0,5 x, dann steht da noch hinter plus b. Was ist das b? Das b ist der y-Achsenabschnitt. Wo geht diese rote Gerade, durch welche Zahl geht die bei der y-Achse? Und zwar, die geht hier genau durch 1, plus 1. Ne? Also b ist der y-Achsenabschnitt hier, oder hier, ne? Das b, also plus 1. Also lautet die Funktion y ist gleich 0,5x plus 1. Das ist diese Geradengleichung, die wir dann aufgestellt haben. Das Steigungsdreieck könnt ihr, wie gesagt, überall hinmalen. Ihr müsst dann halt die Punkte beschriften, Punkt 1, Punkt 2. Ihr könnt auch diesen Punkt als Punkt 1 nehmen und den als Punkt 2. Das ist vollkommen egal. Nächstes Steigungsdreieck könnte man zum Beispiel hier machen. Punkt, das wäre zum Beispiel Punkt 1. Das nächste hier wäre, ja, was nehmen wir denn da? Hier. Punkt 2. Das wäre dann das Steigungsdreieck, ne? Kommt die gleiche Steigung raus. Das ist immer eine positive Steigung in diesem Dreieck. Ob ihr das, dieses Steigungsdreieck ausrechnet oder das, ist vollkommen egal. Kommt die gleiche Steigung da raus. Genau, das war schon zum Thema Steigung einer Funktion.